wir machen weiter mit dem New Kid in Town, sag ich mal. Das ist ein neuer Verein in der Stadt. Vielleicht gar nicht mehr so neu, aber der sich erst kürzlich öffentlich vorgestellt hat. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte möchte Karlsruhe hacken und auf juristischem Wege für mehr Freiheit in der digitalen Gesellschaft sorgen. Und ich freue mich sehr, dass Peggy Fiebig, Ulf Burmeier und Volker Tripp von der Gesellschaft für Freiheitsrechte hier sind und uns den Verein, das Projekt und auch die ersten Initiativen vorstellen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Ingo, für die nette Anmoderation. Genau, mein Name ist Ulf Burmeier, das ist Volker Tripp und Peggy Fiebig. Machen wir es heute mal andersrum, Ladies not first. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute ein paar Minuten erzählen dürfen, was wir eigentlich vorhaben. Hacking Karlsruhe bringt es eigentlich schon sehr schön auf den Punkt. Eigentlich soll ja der Bundestag dafür sorgen, dass wir alle in Freiheit leben können und dazu soll er auch die Grundrechte einhalten. Aber ich glaube, wir alle wissen, das klappt meistens, aber eben nicht immer. Und weil das so ist, muss das Bundesverfassungsgericht immer wieder eingreifen und dafür sorgen, dass die Gesetze so ein bisschen zusammengestutzt werden, wenn irgendwas schief geht. Und natürlich gibt es auch noch Freiheitseinschränkungen, die gar nicht auf Gesetzen beruhen, sondern auf anderen Maßnahmen. Und die Frage ist, wie organisiert man das, dass die auch tatsächlich vor Gericht gebracht werden können, diese Freiheitseinschränkungen. Und klar, es gab immer schon die ein oder andere Klage in Deutschland. Zum Beispiel gab es ja auch vor ein paar Jahren schon mal eine große Verfassungsbeschwerde gegen die erste Vorratsdatenspeicherung. Aber wir haben uns gedacht, da geht einfach noch ein bisschen mehr. Also ich habe 2013, 2014 mal in Amerika studiert und wenn man sich da das so anguckt, wie das funktioniert mit der sogenannten Impact Litigation oder Strategic Litigation, ja, da fallen einem so Organisationen ein wie die EFF in San Francisco oder die ACLU in New York und die machen das seit vielen, vielen Jahren und die sind einfach extrem professionell, wenn es darum geht, möglichst optimale Klagen zu formulieren, also die idealen Kläger zu finden, die idealen Klägerinnen und dann eben auch die richtigen juristischen Argumente, um Freiheitsrechte, Grundrechte möglichst zu schützen und zu fördern. Und als ich dann zurückgekommen bin 2014, bin ich so ein bisschen Klinkenputzen gegangen in Berlin und habe mich mit Leuten unterhalten, die auch sagen wir, in dieser Szene unterwegs sind, Malte Spitz zum Beispiel oder ein Mitarbeiter von Gerhard Baum und Burkhard Hirsch, die ihr vielleicht kennt, das sind so diese Altliberalen, die ganz viele Verfassungsbeschwerden geschrieben haben und die sagten alle, ja, da sollte man auf jeden Fall was machen. Und wir haben dann erstmal versucht, diese Idee ja, von Impact Litigation für Deutschland oder Strategic Litigation für Deutschland irgendwie anzudocken bei einer NGO, die es vielleicht schon gibt. Also wir haben mit Rigiges gesprochen zum Beispiel, wir haben mit Netzpolitik gesprochen, mit Amnesty, mit dem ETCHR von Wolfgang Kaleck und Konsorten, kennt ihr vielleicht auch. Aber die haben alle gesagt, geile Idee, aber wir nicht. Warum sie nicht? Da gab es immer spezifische Gründe, je nach NGO. Aber sie jedenfalls haben gesagt, das ist ganz toll, das sollten wir machen. Und wenn ihr was macht, sind wir auch irgendwie gerne dabei, unterstützen das. Aber wir selber wollen das nicht machen. Da haben wir irgendwann nach einem Jahr gesagt, okay, wenn das dann so ist, dann gibt es hier offensichtlich eine Lücke und haben einen Verein gegründet. Ja, was macht man in Deutschland, wenn man irgendwie was auf die Beine stellen will? Und ich sage euch, also ja, Vereinsregister und so, Finanzamt sind jetzt alles meine besten Freunde. Jedenfalls seit September 2015 gibt es offiziell die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und wir verstehen uns auf den Punkt gebracht als eine Rechtsschutzversicherung für das Grundgesetz. Oder wenn man es etwas aggressiver formulieren will, könnte man auch sagen, eine Kriegskasse. Ja, also wir wollen im Wesentlichen das Geld und das Know-how sammeln, damit Verfassungsbeschwerden geschrieben werden können, erhoben werden können, wenn es tatsächlich mal wieder ein Gesetz gibt, das die Freiheit einschränkt. Und wir haben so ein bisschen Glück gehabt, wir haben die GFF vorgestellt vor 3-4 Wochen, quasi am Tag oder 2 Tage, nachdem Donald Trump gewählt worden war in den USA. Und das war sicherlich ein guter Moment, um zu sagen, okay, see you in court. Ja, also es ist absehbar, es wird Situationen geben, wo man für die Freiheit auch eben vor Gericht gehen muss. Und ja, aber wir wollen nicht nur für die Freiheit in Karlsruhe kämpfen, sondern wir haben auch eine ganze Reihe anderer Projekte vor. Und eins davon sind die sogenannten Transparenzklagen. Und ich glaube, die stellt uns jetzt Volker vor. Ja, vielen Dank. So, wir haben nämlich eigentlich auch eine Grafik dazu. So. Okay, also genau, unser erstes, nicht unser erstes, aber eins unserer ersten Projekte nennt sich transparenzklagen.de. Was ist der Hintergrund bei Transparenzklagen? Also, ihr habt ja gerade eben schon Arnes Projekt Frag den Jobcenter gehört und ihr kennt vielleicht auch ein anderes Projekt, was ebenfalls Arne mit angeschoben hat, das nennt sich Frag den Staat.
Da kann man eben Anfragen nach den Informationsfreiheitsgesetzen von Bund und Ländern an Behörden stellen. Und man kann auch darüber Widerspruch einlegen, wenn die Behörden diese Anfragen ablehnen. So, auf diesen Widerspruch folgt dann in der Regel ein ablehnender Widerspruchsbescheid. Und dann sind die Möglichkeiten von Frag den Staat auch beendet an der Stelle, könnte man sagen. Und es stellt sich eben die Frage, ja, was passiert denn eigentlich dann? Der nächste Schritt wäre eigentlich der Schritt zum Verwaltungsgericht. Also man würde jetzt gegen so einen ablehnenden Bescheid vorgehen, gegen den Widerspruchsbescheid vorgehen, mit einer Klage. Das Problem bei diesen Klagen ist, die werfen natürlich ein Kostenrisiko auf, 1.500, 2.000 Euro etwa für die erste Instanz, also an Gerichtskosten und an Anwaltskosten. Und das schreckt eben viele Leute ab, mal abgesehen von dem Aufwand, der damit verbunden ist. Ich muss zu einem Anwalt hingehen, ich muss ein Mandat erteilen und so weiter und so fort. Also was liegt da näher, als zu sagen, es müsste eben, ne, ganz im Sinne der von Ulf eben beschriebenen Kriegskasse, so etwas wie einen Klagefonds für Klagen für mehr Informationsfreiheit geben. Und das haben wir eben gemacht mit transparenzklagen.de. Wir haben dieses Projekt zusammen mit der Open Knowledge Foundation und gefördert durch die Stiftung Bridge ins Leben gerufen. Und wir erteilen Transparenzpatenschaften. Das heißt, wir gehen hin, wir suchen geeignete Fälle aus mit eben geeigneten Klägern. Und zwar Fälle, die eben über den einzelnen Fall hinaus Bedeutung haben. Also es könnte zum Beispiel sein, dass man sich fragt, eine Behörde lehnt mit Berufung auf einen Ausnahmetatbestand nach dem IFG so eine Anfrage ab. Und jetzt fragt man sich, ist das denn eigentlich tatsächlich berechtigt und wie weit geht denn eigentlich dieser Ausnahmetatbestand? Ja, es könnte ja eben noch weitere Fälle geben, in denen ebenfalls mit Berufung darauf abgelehnt wird. Also geht man erstmal zu Gericht und lässt es einmal ausurteilen, wie denn tatsächlich ein solcher Ausnahmetatbestand auszulegen ist. Und das sind eben genau die Fälle, nach denen wir suchen. Fälle, die im Grunde offene Rechtsfragen betreffen, die noch nicht geklärt sind und die eben endlich mal einer gerichtlichen Klärung zugeführt werden müssen. In dem Sinne eben, die Freiheit der Information wird auch vor Gericht verteidigt. Ne? Genau darum geht es, also eben zu klären, wie weit geht denn jetzt eigentlich ganz genau das Recht auf Auskunft und wie weit geht eigentlich genau die Informationsfreiheit in Deutschland. Fernziel ist es eben auf die Art und Weise für mehr Informationsfreiheit, für besseren Zugang zu behördlichen Informationen zu sorgen. Und wie das jetzt genau im Einzelnen funktioniert und was wir vielleicht auch schon so an konkreten Klagen angeschoben haben, das erzählt euch jetzt Peggy. Ja, also konkret läuft das eben über die Seite, die den gleichen Namen trägt wie die Initiative, transparenzklagen.de. Und das ist eine Seite, die letzte Woche online gegangen ist, letzte Woche Freitag. Und sie ist so gestaltet, dass man, also dass der Nutzer nicht unbedingt jetzt überflutet wird mit Informationen, dass man möglichst niederschwellig eben das findet, was man braucht. Und das ist eben in allererster Linie das Formular, über das dann eben Transparenz oder die Übernahme von Transparenzklagen, Transparenzpatenschaften beantragt werden kann. Und das ist relativ einfach. Man gibt seinen Namen an, man gibt, was habe ich mir noch notiert, also Post- und E-Mail-Adresse. Postadresse braucht man in dem Fall natürlich. Und ansonsten dann noch die Angaben zu der konkreten erfolglosen IFG-Anfrage. Das ist dann, also wann ist sie gestellt, wann ist sie abgelehnt worden, wann ist Widerspruch eingelegt worden, wann ist sie abgelegt worden, also dieses ganze, die administrativen Umstände, und kann dann eben auch die Dokumente, die dazugehören, gleichzeitig mit hochladen. Und das war es im Wesentlichen dann auch schon, und dann abschicken. Und ansonsten, also es ist dann so, dass wenn man das gemacht hat, angestrebt ist, dass der Antragsteller dann auch innerhalb einer Woche etwa Bescheid bekommt, ob eben eine Patenschaft übernommen wird. Und wenn das der Fall ist, dann wird mit ihm auch gleichzeitig besprochen, wie es dann weiter vorangeht mit dem Verfahren. Es ist so vorgesehen, dass man eben wirklich anknüpft an Frag den Staat. Das heißt, dass die Dokumente, die man dort schon hochgeladen hat, dass die dann eben auch gleich übernommen werden für das Verfahren dann vor Gericht, sodass es da auch nochmal wirklich richtig einfach wird und keine großartigen technischen Hürden dann noch im Wege stehen.
Ja, und ansonsten ist auf der Internetseite noch eine FAQ-Bereich, wo sozusagen die Fragen, die man hat, wenn man sich ansonsten dort nicht weiter mit auskennt mit dem ganzen Bereich, die man dort beantwortet findet, und auch eine schöne Seite, wo um Spenden geworben wird. Ansonsten haben wir im Moment jetzt gerade 2 Verfahren schon laufen, die ich ganz kurz vorstellen möchte. Das eine ist eine Klage gegen das Bundesgesundheitsministerium. Da wurde eine Liste angefragt nach den Top-Level-Domains. Und das Ministerium hat die Herausgabe dieser Liste abgelehnt mit Hinweis auf Sicherheitsbedenken. Interessanterweise hat ein anderes Ministerium, nämlich das Arbeitsministerium, da überhaupt gar keine Probleme mit gehabt und die Liste einfach herausgegeben. Das ist der eine Fall. Und im anderen Fall geht es darum, dass das, welches Ministerium war das? Habe ich mir nicht notiert. Verteidigungsministerium, glaube ich, war das. Dass das Verteidigungsministerium für die Herausgabe einer Auskunft 350 Euro Gebühr verlangt hat. Und eigentlich sieht das Informationsfreiheitsgesetz vor, dass in einfachen Anfragen überhaupt gar keine Gebühr genommen wird und dass ansonsten zumindest die Gebühr so bemessen ist, dass sie nicht der Inanspruchnahme der Informationsfreiheit entgegensteht. Und das dürfte bei 350 Euro fraglich sein. Ja, vielen Dank, Peggy, für die Erläuterung. Das ist also das Projekt transparenzklagen.de. Und das ist, denke ich, ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wir eben Freiheitsrechte relativ weit verstehen. Also wir wollen jetzt nicht nur, das ist natürlich auch ein Zentrum unserer Arbeit, aber nicht nur Grundrechte so ganz klassisch verstehen als Abwehrrechte gegen Eingriffe durch den Staat, sondern ganz im Gegenteil auch Freiheitsrechte im Sinne von Informationsfreiheit zum Beispiel oder ganz wichtig Freiheit von Diskriminierung. Also wir werden jetzt nicht immer nur uns, sagen wir, in diesem Nerd-Bereich bewegen, sondern wir bereiten gerade ganz konkret schon bestimmte Verfahren vor, wo es zum Beispiel um Diskriminierung aus religiösen Gründen gehen könnte. Ja, das ist noch nicht spruchreif, wir wissen noch nicht ganz genau, was das wird, aber sowas wie Kopftuchverbote oder so könnten auch Themen für die GFF sein. Wir verstehen uns wirklich nicht nur als die 47. Digital-NGO, sondern ganz im Gegenteil wirklich als eine NGO, die in voller Breite für Freiheitsrechte eintritt, und das ist eben auch Freiheit von Diskriminierung und Freiheit des Informationszugangs zum Beispiel. Ja, aber wir haben auch noch ein ganz klassisches Projekt in der Pipeline. Damit haben wir auch im Grunde schon von Tag 1 an geworben. Und zwar, wir klagen gegen das BND-Gesetz. Versteht sich von selbst, wer in den letzten 12 Monaten oder so nicht unterm Stein gelebt hat, der hat mit Sicherheit mitbekommen, dass die Große Koalition aus den Skandalen rund um den BND, Rechtsbrüche, wohin man schaut, ja, selbst die Bundesdatenschutzbeauftragte hat Schnappatmen bekommen, obwohl sie aus der CDU ist. Ja. Wenn man sich also, die Große Koalition hat aus diesen ganzen Skandalen die Konsequenz gezogen, alles wunderbar, wir nehmen einfach mal die Rechtsbrüche als Blaupause und schreiben ein Gesetz, das alles erlaubt, was der BND eh schon gemacht hat und noch ein bisschen mehr. Ja, und zwar so krass, dass Klaus Landefeld, ja, das ist also einer derjenigen, die das D-Kicks betreiben, in Frankfurt am Main gesagt hat, also das ist ein Gesetz, das ist so unfassbar krass, das kann sich die NSA nur wünschen. Und das muss man sich mal überlegen. Das wollen wir jetzt also in Deutschland quasi als Blaupause nehmen für die Arbeit unseres formal Auslandsgeheimdienstes, der aber nach diesem Gesetz auch im Inland mehr oder weniger unbegrenzt schnüffeln dürfte. Also ich finde das wirklich total krass. Da ist natürlich auch eine große Vorratsdatenspeicherung drin. Ne? Also wir regen uns alle auf über 12 Wochen oder 10 Wochen vielmehr. Der BND soll, wenn ich es mich nicht völlig täusche, 6 Monate Vorratsdaten speichern dürfen, ne? Und die gleich an die NSA weitergeben dürfen und so. Also das ist das Gesetz, ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, ist unfassbar krass, was da gelaufen ist. Das kann man wirklich nicht mehr nachvollziehen, wie die Große Koalition sowas allen Ernstes durch den Bundestag bringen konnte. Und deswegen finden wir, das geht an ganz, ganz, ganz vielen Stellen zu weit. Ich will euch jetzt mit diesem Jura-Fu gar nicht groß nerven, aber das ist jedenfalls aus unserer Sicht mit ganz vielen Grundrechten nicht vereinbar, insbesondere nicht mit dem Grundrecht auf des Telekommunikationsgeheimnisses aus Artikel 10 unseres Grundgesetzes, das da ja grundsätzlich mal vorsieht, dass man über die Distanz unbeobachtet, unabgehört kommunizieren
können soll. Ja, das ist so quasi das Briefgeheimnis aus alter Zeit, jetzt fortgedacht in die heutige Zeit, wo man eben weniger Briefe schreibt und stattdessen telefoniert oder das Internet benutzt. Und ich finde es auch deswegen so wichtig, weil das ja jetzt nicht irgendwie so eine moderne, fixe Idee ist, ja, die Telekommunikationsfreiheit oder das Telekommunikationsgeheimnis, sondern das ist eben wirklich eines der zentralen Freiheitsrechte, für das die Menschen im Grunde spätestens seit der Französischen Revolution auf die Straße gegangen und nicht selten auch gestorben sind. Und das will unsere Bundesregierung für den BND de facto abschaffen. Ja, also wenn man sich das anguckt, was dem BND erlaubt wird, dann gilt für den einfach kein Fernmeldegeheimnis mehr. Die dürfen natürlich mit den Daten dann offiziell nicht alles machen, aber was sie tatsächlich damit machen, wird eben nicht vernünftig kontrolliert. Das heißt, man kann da nur hoffen, dass die Beamten sich, so wie bisher, hätte ich fast zynisch gesagt, auch ans Gesetz halten werden. Und weil dieses Vertrauen, sagen wir mal, ansatzweise erschüttert wurde durch die Arbeit unter anderem des NSA-Untersuchungsausschusses, sind wir der Meinung, man darf einen solchen Blankoscheck gar nicht erst im Bundesgesetzblatt oder in den Gesetzbüchern stehen lassen. Und deswegen bereiten wir eine Verfassungsbeschwerde vor gegen dieses neue BND-Gesetz. Schreiben wird die der Mainzer Rechtsprofessor Matthias Becker, manchen bekannt vielleicht schon aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, wo er ein Gutachten geschrieben hat, und auch vielleicht bekannt von der G10-Verfassungsbeschwerde, also dem ersten Projekt, das die GFF vor einigen Wochen gemeinsam mit Amnesty International Deutschland vorgestellt hat. Das heißt, wir glauben, dass wir da einen der besten Experten gefunden haben in Deutschland für das Recht der Geheimdienste. Der wird diese Verfassungsbeschwerde für uns schreiben. Und wir haben auch schon eine Reihe von anderen NGOs, mit denen wir uns zusammentun. Das Problem ist halt, wir müssen das Ganze natürlich irgendwie auch finanzieren. Und deswegen haben wir schon vor ein paar Wochen gesagt, wir sammeln Spenden, und wir haben heute eine Spendenkampagne gestartet, die verschiedene Memes, verschiedene Sharepics enthält. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da auch helfen könntet, diese Kampagne bekannt zu machen und zu verbreiten. Also wir haben ein Internetformular vorbereitet, wo man zunächst mal einfach nur diese Initiative unterstützen kann. Das kostet gar nichts. Man kann sie natürlich auch twittern und weiterverbreiten. Vor allem freuen wir uns aber natürlich, wenn es auch da Spenden gibt. Also zum Beispiel kann man das per PayPal oder per Überweisung, und wie das immer so schön heißt, jeder Euro zählt. Und idealerweise, wenn ihr euch auf Dauer engagieren wollt für Freiheitsrechte, gibt es auch die Möglichkeit, in der GFF Fördermitglied zu werden. Das kostet im Monat 7,50 Euro. Ne? Also ab 7,50 Euro kann man Fördermitglied werden. Und das ist für uns deswegen ganz wichtig, weil wir natürlich eine ganz kleine NGO sind. Das heißt, bislang arbeiten wir im Wesentlichen da, wo gerade der Laptop steht. Aber wir wollen wenigstens ein klitzekleines bisschen Infrastruktur aufbauen, also ein Büro, ja, wo man diese hübschen Sticker, die ihr alle auf euren Stühlen gefunden habt, mal aufheben kann. Und natürlich brauchen wir wenigstens 1, 2, 3 Mitarbeiter auf Dauer, die für uns so klassische Sachen machen wie die Post, die Buchhaltung und die natürlich auch juristisch arbeiten. Ne? Wir kriegen also sehr viele Anfragen, wo Leute gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Und solange das alles ehrenamtlich geht, sagen wir mal, haben wir halt so ein kleines Bandbreitenproblem. Aber wir würden eben gerne Leute einstellen, anfangs in Teilzeit und dann später auch vielleicht mit ganzen Stellen, die Arbeit der GFF unterstützen. Wie gesagt, deswegen unser Appell, wenn ihr diese Idee gut findet, dass eine Verfassungsbeschwerde erhoben wird gegen das BND-Gesetz, verbreitet die Idee, und wenn ihr euch das leisten könnt, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr ein bisschen quasi was in den Klingelbeutel werft. Ganz herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt, und noch einen schönen Abend in der CBase. Euch ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr das macht, dass ihr das organisiert und in die Hand nehmt, und natürlich, dass ihr uns hier das vorgestellt habt. Fällt mir gerade ein, wer mehr zum eben angesprochenen BND-Gesetz wissen möchte, findet auf dem YouTube-Kanal der DigiGuest das ein oder andere Video dazu. Und noch etwas habe ich eben vergessen, sehr nachlässig von mir: wer Rückfragen hat oder Kommentare hat und nicht gefilmt werden möchte, kann sich da hinten unter den Bogen stellen oder hinter die Kameras und von da aus gerne fragen. Und jetzt Rückfragen, Kommentare, Anmerkungen zur GFF. Transparenzklagen. Wenn man schon beim Klagen ist. Bitte, mit Mikro, dann hören die Leute im Stream das auch. Also wenn man schon beim Klagen ist, also gerade hier beim Bundesnachrichtendienst, interessant wäre ja herauszufinden, wie viel Prozent Bruttosozialprodukt da verbrannt wird. Und das könnte ja auch die Sinnfrage stellen, will die Bevölkerung das? Ja, ganz abgesehen davon, dass es an die Ermächtigungsgesetze, die wir schon mal hatten, erinnert. Oder auch an das, was Erdogan im Moment gerade praktiziert. Ja, ne? Das Bundesnachrichtendienstgesetz. Also diese unbegrenzte Ermächtigung, alles an Informationen einzuziehen. Ja, wo ist da der Nutzen für den Bürger? Der ist für mich nicht erkennbar. Okay, wollt ihr darauf was sagen, oder könnt ihr... Ja, Sicherheit, genau.
Ja, das finde ich absolut zutreffend. Das ist allerdings eher ein politisches Argument als ein juristisches. Es kann auch zu einem juristischen Argument werden, aber in allererster Linie wäre das eben etwas, was man eigentlich der Politik ganz unmittelbar mitgeben müsste, sodass sie gar nicht erst ein solches Gesetz auf den Weg bringt. Aber wie Ulf es ja eben schon ganz zutreffend beschrieben hat, liegt das Problem ja gerade darin, dass wir in einer Zeit leben, in der der politische Wille sich, sagen wir mal, wirklich grundrechtskonform, verfassungskonform zu verhalten bei der Gesetzgebung offenbar nicht mehr in dieser Form gegeben ist. Und deswegen, wenn die Politik Sachargumenten, wie zum Beispiel dem eben gebrachten, nicht zugänglich ist, muss man sie eben in die Arena der Sachargumente zwingen. Und das ist eben das Gericht. Und genau das ist ja der Plan. Nächstes Jahr sind auch Bundestagswahlen. Hallo, ich habe eine Frage zu der Transparenzklageninitiative. Es ist ja so, dass der Zeitrahmen, den ihr euch gegeben habt, relativ sportlich ist. Wenn der Widerspruchsbescheid ergangen ist, hat man 4 Wochen Zeit, um Klage zu erheben. Und ihr sagtet, ihr wolltet euch 1 Woche Zeit nehmen. Vielleicht, wenn ihr dazu ein Wort sagen könntet, was da im Hintergrund passiert und wer euch da unterstützt, wie das sich vollzieht. Und die zweite Sache, eine kleine Anmerkung. Auf der fragenden Startseite ist es ja so, dass der Widerspruch als solcher nicht recht abgebildet ist, wenn ich das richtig sehe, den man einlegen kann. Inzwischen schon, gut. Ich habe gerade die Erfahrung gemacht, dass ich den Widerspruch hätte schriftlich einlegen müssen. Da gibt es einen Paragraphen 3a, Verwaltungsverfahrensgesetz, der sagt, dass einfache E-Mail nicht ausreicht. Wenn ihr dazu vielleicht noch was sagen wollt, dieses Schriftlichkeitsproblem ist in der Tat noch, glaube ich, eine Hürde, an der mancher vielleicht scheitert. Ja, also zunächst mal zu dieser Fristenproblematik. Wenn man sich bewirbt um eine Transparenzpatenschaft, dann darf der Widerspruchsbescheid zu diesem Zeitpunkt nicht älter sein als 2 Wochen. Wir können ja nicht erwarten, dass Leute vielleicht unmittelbar sich entscheiden, sich jetzt für eine Transparenzpatenschaft zu bewerben. Manche erfahren vielleicht mit einer leichten Verzögerung überhaupt von dieser Möglichkeit. Also haben wir gesagt, maximal 2 Wochen. Dann verbleiben roundabout 2 Wochen. Das sind ja nicht 4 Wochen, sondern 1 Monat, die man Frist hat. Aber um dann eben noch sinnvoll agieren zu können, wollen wir uns halt schon innerhalb 1 Woche entscheiden. Und dann bleibt sozusagen ja noch 1 Woche für die Klageerhebung. Die Klageerhebung setzt ja nicht voraus, dass man gleich eine vollständig begründete Klage einreicht, sondern es reicht einfach nur zu sagen, wir erheben Klage dagegen. Und die Entscheidung, ob wir das tun oder nicht, das kann man durchaus innerhalb dieses Zeitraums erledigen. Ja? Also insofern, ja, das ist ein ambitioniertes Ziel, da gebe ich Ihnen absolut recht, aber ich glaube, das ist durchaus machbar. Im Hintergrund haben wir halt ein Team von unterschiedlichen Juristen, eben alle Leute, erstmal alles Leute, die jetzt ehrenamtlich arbeiten. Auch da perspektivisch ist das Ziel, natürlich das Ziel, feste Mitarbeiter zu haben, eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Aber es sind eben alles Volljuristen, die dahinter stehen, sich das Ganze angucken und beurteilen, wie sehen die Erfolgsaussichten aus, ist das eine offene Rechtsfrage, bei der es sinnvoll ist, die jetzt eben weiter zu klären. Die Schriftlichkeitsproblematik, ja, die gibt es in der Tat und eigentlich müsste man das eben mit einer digitalen Signatur versehenden Mail machen, ne, damit eben dieses Schriftformerfordernis erfüllt ist. Das ist in der Tat nicht ganz so einfach. Den Widerspruch muss man dann eben tatsächlich mal am besten ausdrucken und dahin schicken. Ja? Aber für uns ist ja erstmal nur entscheidend, die Leute sind eigentlich an dem Punkt, an dem sie bereits einen Widerspruchsbescheid bekommen haben. Und dann reicht es für uns auch erstmal aus, wenn wir diese Dokumente elektronisch übermittelt bekommen. Also das heißt, da ergibt sich dann keine weitere Zeitverzögerung, sodass sich das auch nicht negativ auf die Fristen auswirkt. Machen wir gleich hier vorne weiter. Ja, hallo. Ich habe 2 Fragen im Wesentlichen. Die eine ist zu den Transparenzklagen. Genau, also ihr habt gesagt, ein Problem war, wogegen ihr momentan klagt, dass das Gesundheitsministerium die Liste der Top-Level-Domains nicht herausgeben wollte. Da würde mich interessieren, warum man überhaupt das Gesundheitsministerium danach fragt. Und ist das denn nicht ohnehin eine öffentliche Information, was es für TLDs gibt? Und ich wollte auch wissen, wie lange diese Klagen schon macht, weil euer Verein ja vor 3 Tagen oder so irgendwie öffentlich gemacht worden ist. Zumindest habe ich so verstanden. Ja, ist richtig. Und die 2. Frage ist zu euren Kooperationen, die ihr habt. Ich habe gesehen, Netzpolitik ist ein Partner von euch und auf der Folie war irgendwie Open Knowledge Foundation gestanden. Da wollte ich wissen, was diese Kooperationen bedeuten. Genau. Also bei den TLDs geht es eigentlich vor allen Dingen um Sicherheitsfragen. Man möchte eben wissen, welche Top-Level-Domains werden denn überhaupt von dieser Behörde gehalten, um eben dann beurteilen zu können oder mal testen zu können, wie sicher die denn tatsächlich sind. Die sagen eben, wenn wir niemandem erzählen, welches unsere
TLDs sind, die von uns gehalten werden, dann haben wir eigentlich auch gar kein Sicherheitsproblem. Ja, das ist so. Was? Nein, Entschuldigung. Ja, genau. Ja, nein. Also genau. Also Domains. Und darum geht es eigentlich in dieser Klage. Das Ganze hatte eben schon einen gewissen Vorlauf. Das haben wir nicht initiiert oder so, so wie wir auch jetzt an sich diese Fälle ja nicht initiieren, sondern die werden uns eben zugetragen. Das waren Fälle, die eben über Frag den Staat tatsächlich schon liefen und auf die Art und Weise zu uns gekommen sind. Möchtest du was zu der Kooperation sagen oder soll ich das machen? Ja, zu den Kooperationen. Teilweise sind Leute, die bei Netzpolitik arbeiten, einfach Mitglieder bei der GFF. Ansonsten verstehen wir Kooperationen jetzt nicht irgendwie als rechtlichen Begriff. Also das bedeutet halt einfach, dass man projektbezogen zusammenarbeitet. Also zum Beispiel diese Verfassungsbeschwerde von Amnesty, die hat im Wesentlichen die GFF finanziert, aber Amnesty hat einen gewissen Kostenbeitrag geleistet zu dieser Verfassungsbeschwerde. Und ansonsten haben wir zusammengearbeitet. Also um es mal konkret zu machen, bei uns bedeuten ja strategische Klagen, dass man nicht einfach irgendeinen Fall nimmt, der vom Himmel fällt, sondern dass man die Fälle im Grunde baut. Das heißt, man hat ein Rechtsproblem, in diesem Fall das G10, und wir haben uns dann überlegt, wie kann man ideal dagegen klagen. Da haben wir so eine Art Klägerprofile geschrieben, also in diesem Fall waren es drei Profile, die so eine Art Traumkläger definiert haben. Und mit diesen Profilen sind, also nicht wir jetzt als GFF, sondern in Zusammenarbeit wiederum mit Professor Becker, ne, dem Rechtsvertreter, und mit diesen Profilen sind wir zu Amnesty und haben die wie einen Steckbrief auf den Tisch gelegt und gesagt, so, jetzt geht doch mal durch eure Mitarbeiterdatenbank und guckt mal, wer sind die idealen Klägerinnen und Kläger. Und dann kamen die halt nach einer Weile mit Leuten, mit Vorschlägen, die hatten dann mit denen natürlich intern kommuniziert, habt ihr überhaupt Lust, in Deutschland zum Verfassungsgericht zu gehen, können wir euch da auftreten lassen und so. Dann musste das irgendwie noch mit dem Londoner Büro geklärt werden, also intern ist das kompliziert, aber irgendwann kam dann Amnesty mit einer Liste von Leuten und wir haben noch mal mit denen gesprochen und dann waren die geeignet und dann sind die letztlich als Beschwerdeführer in dieser Verfassungsbeschwerde aufgetreten. Also das ist jetzt ein Beispiel für die Kooperation mit Amnesty. Wie das jetzt in anderen Fällen läuft, also Netzpolitik zum Beispiel, da gibt es persönliche Verbindungen. Wir haben eine Verfassungsbeschwerde in der Vorbereitung, die wird in Kürze vorgestellt, in 4 Wochen etwa. Da hat Netzpolitik auch wiederum einen finanziellen Beitrag geleistet, weil es da inhaltlich um Pressefreiheit geht. Aber ansonsten hat Netzpolitik da, und es sind auch 2 Leute von Netzpolitik Beschwerdeführer in dem Fall, aber die haben jetzt nicht irgendwie sonst an der Verfassungsbeschwerde groß mitgearbeitet. So. Ja, also die, was Zusammenarbeit oder Kooperation konkret bedeutet, hängt total vom Fall ab. Na, die Open Knowledge Foundation, Stefan weiß das natürlich am allerbesten, ist ja Trägerin formal des Projekts Frag den Staat. Und wir knüpfen ja thematisch und auch zeitlich so ein bisschen an Anfragen bei Frag den Staat an mit unserem Projekt Transparenzklagen. Und es gibt da auch wieder persönliche Verbindungen. Also Arne zum Beispiel ist auch bei uns bei Transparenzklagen mit an Bord, macht da sehr viel Organisation, hat die Website gebaut und so. Also Kooperation, was es konkret heißt, hängt sehr vom Fall ab. Aber das weist so ein bisschen auf die Grundidee bei der GFF, dass wir auf gar keinen Fall irgendwas kopieren wollen, was es schon gibt. Also Beispiel, keine Ahnung, DigiGuess macht sehr schöne PR-Arbeit, macht sehr schöne Policy Paper, redet mit Abgeordneten. Das machen wir zum Beispiel alles nicht, weil wir auf gar keinen Fall irgendwas kopieren wollen, was schon da ist. Die Zivilgesellschaft ist ohnehin schon relativ schwach in Deutschland, bislang jedenfalls noch, hat relativ wenig Geld, relativ wenig Leute und deswegen haben wir gesagt, wir machen nichts, was es schon gibt und strategisch vorbereitete und gut finanzierte Klagen gibt es bislang nicht. Also es gab bislang einzelne Klagen, dann immer mit konkretem Crowdfunding, aber wir alle wissen, wie schwierig das war, bislang solche Klagen auf die Beine zu stellen und das wollen wir halt einfacher machen. Das gab es noch nicht, das machen wir. Okay, noch weitere Kommentare oder Rückfragen? Noch sind Sie hier? Okay, ich gehe aber davon aus, ihr bleibt vielleicht auch noch ein bisschen länger. Im Zweifelsfall, wenn man euch nochmal einzeln ansprechen möchte, seid ihr danach auch noch da und ansprechbar. Dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank Peggy, Volker und Ulf und den anderen, die mitwirken bei der GFF. Schön, dass es euch gibt.